Der Bregenzer Wald ist eine ganz eigene Region. Landschaftlich beeindruckend, traditionell und doch innovativ. Die Wälder selbst gelten als selbstbewusste, eigenständige Menschen. Sie sind stolz auf ihre Wurzeln, aber auch offen für Neues. Unser nächster Blick in die Region Bregenzer Wald startet in Lingenau. Seit Mitte des Jahres 2019 hat sich SMAT 3 in Lingenau angesiedelt. Drei deshalb, weil die Gastgeberfamilie Matt bereits zwei Häuser in Vorarlberg betreibt, in Feldkirch und in Rötis. Also im Landdusser sind Business-Hotels mehr oder weniger. Das hin ist jetzt mehr auf den Tourismus ausgelegt. Und dadurch bieten wir jetzt da ein bisschen mehr rundherum, also wie zum Beispiel ein Café, unser Cook, Kaffee und Krempel. Wir haben da hinten auch Fitnessraum, Sauna. Wir haben im Sommer zum Beispiel die Mieträder, also E-Bikes zum Verleihen. Einfach so rund um einen Gast, der Ferien, speziell Ferien machen will. Dafür hat sich die Familie einiges einfallen lassen. Architektonisch wurden viele Akzente gesetzt. Das Haus wurde komplett renoviert. Ein Highlight ist auch das Frühstück. Hier kann jeder kommen. Gast ist Gast. Bei uns ist jeder willkommen. Und uns freut es natürlich sehr, dass wir gerade in der Region so aufgenommen worden sind, dass die hiesige Bevölkerung das so toll annimmt. Wir bieten natürlich auch ein tolles Frühstück. Da sind wir wirklich bekannt dafür. Wir machen es auch mit Liebe. Wir setzen viel auf regionale Produkte. Wir machen viele Sachen selber, wie zum Beispiel Marmeladen. Wir haben Eier von glücklichen Hühnern und das merkt man einfach an der Qualität. Ja, und unser Team macht es auch sehr gern. Es ist immer leer beim Haus. Und da freuen wir uns einfach, dass das wirklich so angenommen worden ist. Ja. Für die Hausgäste ist gerade die Abwicklung vor Ort sehr einfach, zum Beispiel mit dem Schnell-Check-in mit eigenem Türcode. Somit entstehen keine langen Wartezeiten, weder bei der Ankunft noch bei der Abreise. Ein weiterer Teil im Konzept vom SMAT 3 in Lingenau ist das Cook, Kaffee und Krempel. Das Kaffee ist mal da für unsere Hausgäste natürlich, dass sie was trinken können, was konsumieren können, wenn sie ankommen und zuerst einmal ankommen möchten. Und natürlich auch für unsere Frühstücksgäste, da haben wir Platz, da können sie frühstücken. Und alles, was man da sieht an Deko, ist auch käuflich erwerblich natürlich. Und das macht uns sehr viel Spaß, weil es einfach auch schön ist. Ja, dem ganzen Café, es ist nicht ein typisches Café, sondern es ist einfach ein bisschen was rundherum. Das Haus selbst und die vielen Angebote sind das eine. Die Menschen dahinter geben dem Ganzen den eigenen Charme. Wir verfolgen keine großen Richtlinien. Wir haben einfach gemacht, was uns selber gefällt. Wir haben uns da nicht leiten lassen, sondern wir haben das intuitiv gemacht. Was gefällt uns? Was möchten wir? Wie möchten sie mir? Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit, dieses Einfache eigentlich ganz gut angekommen ist. Und diese Einstellung kommt bei jedem Besuch rüber. Neben der Gastfreundlichkeit spielt das Handwerk im Bregenzer Wald eine große Rolle. Und hier machen wir Halt in Andelsbuch. Die Verarbeitung von Holz hat im Bregenzer Wald eine lange Tradition. Die Tischlerei Geser in Andelsbuch kann hier einige Zeit zurückblicken. Im Keller des Wohnhauses hat in den 60er Jahren alles begonnen. Über die Jahre hat sich der Betrieb stetig weiterentwickelt. Die nächste Generation ist nachgerückt und die Werkstatt wurde größer. Auch die Anforderungen änderten sich. Also beim Verarbeitungstechniker und auch bei der Lehrlingsausbildung, dass man dort einfach die gewisse Erfahrung hat. Man braucht viel Geduld bei der Lehrlingsausbildung. Jeder Mensch ist verschieden, hat eigene Ziele und Erfahrungen. Und das gilt es dort zum Umsetzen.
Diese Erfahrung kommt bei jedem Stück zur Geltung. Das Team ist gewachsen und auch wenn größere Projekte anstehen, wird alles in hoher Qualität umgesetzt. Unsere Stärken liegen sicher im Innenausbau. Also das heißt, von Tür über Möbel bis zur Küche, Bad, das bieten wir eigentlich alles an. Für uns ist es natürlich am frühesten, wenn alles aus einer Hand kommt, dann ist es am wenigsten kompliziert. Dann kann man alles aufeinander abstimmen, vom Holz her, vom Design her. Und dort liegen eigentlich unsere Stärken. Die Beratung der Kunden im Vorfeld gehört immer dazu. Jeder soll möglichst genau wissen, was er bekommt. Dem Kunden im ersten Kontakt muss man halt abklären, was für Materialien für was verwendet werden, was für Vorstellungen der Kunde hat. Und wenn das einmal abklärt ist, dann machen wir einmal eine 3D-Zeichnung und ein paar Renderbilder, ein paar Videos und dann kann sich der Kunde das dann einfach besser vorstellen und sieht eigentlich genau, wie es dann schlussendlich wird von Proportionen und von Materialien her. Dann folgt die Detailplanung und es geht auch schon ans Werk. In der Werkstatt kümmern sich die Mitarbeiter um die einzelnen Produktionsschritte. Klassische Tischlerarbeiten oder auch ganz besondere Schmuckstücke. Die Familie Geser bringt immer auch viel Herzblut in die Arbeit mit ein. Das ist sicher die Erfahrung über viele Jahre. Wir haben mein Götter im Betrieb, der ist schon zig Jahre da am Schindler. Er hat einfach die gewissen Feinheiten. Kennt das aus und dann kommt mal eine neue Generation dazu, die vielleicht für die Technik her wieder einen anderen Zugang hat und andere Erfahrungen hat und das ist eigentlich der Mix, der uns so stark macht. Von Andelsbuch aus bringt uns die Kulinarik noch nach Bezau. Innovative Ideen verbunden mit Tradition laden ein zur Bregenzerwälder Gastronomie mal anders. Das Café und Restaurant Katrina im Herzen von Bezau ist bekannt für den eigenen Weg, den die Gastgeberfamilie immer wieder geht. Da, wo wir angefangen haben, selbstständig, haben wir einfach ein bisschen etwas anderes bieten als die klassischen Wirtshäuser da. Wir wollen ein bisschen exotisch vielleicht, wir sind doch trotzdem traditionell. Und eine kleine moderne, leichte Küche einfach. Ein modernes und zeitloses Lokal mit eigenen Spezialitäten. Ganz einfach, aber effektiv soll die Umsetzung der kulinarischen Ideen sein. Regionalität und frische Zubereitung nach Saison stehen dabei an oberster Stelle. Dies wird auch den Auszubildenden in der Küche vermittelt. Wir bieten vegetarische Gerichte an, wir bieten auch Nudelgerichte an, wir machen Nudeln selbst. Dann haben wir auch saisonale Schwerpunkte. Also, Frühling ist es am Ostern um das Lamm, dann kommt der Spargel, Erdbeeren, dann kommt der Sommer mit Eisbären, mit Salat, verschiedene Kreationen. Dann haben wir meistens Wildspezialitäten. Und im November das Gansel. Und im Winter haben wir dann meistens so die klassischen Weihnachtsgerichte mit Ente und Fischgericht, irgendwie in der Richtung. Wir bieten hier ein traditionelles Wiener Schnitzel, einen Rostbraten an. Und es gibt meistens mal irgendetwas Exotisches, sei es asiatisch, mexikanisch. Besonders beliebt sind da vor allem die hausgemachten Gongbao-Nudeln. Vom Mittagstisch ist das gesunde Nudelgericht nicht mehr wegzudenken.
Die Gäste, die schätzen die Qualität und vor allem die offene und unkomplizierte Art der Gastgeber. Wir haben frische Produkte, wir haben nicht einmal Gemüsemischungen. Also wir kochen das Gemüse frisch, wir machen auch das Gewürzsalz selber und so Zeug. Würzen mit denen, kochen mit Meersalz. Ja, wir schauen dort schon ein bisschen drauf. Ja, wir sind einfach Gastronomen, mit uns gehen. Wir sind mit Leidenschaft dabei. Marianne und Peter schätzen die Offenheit ihrer Gäste und freuen sich auf viele weitere kulinarische Begegnungen in Bezau.